Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um das Catrice Sortiments Update Frühling, Sommer und es ist tatsächlich schon soweit. Und das, obwohl wir jetzt erstmal so ziemlich noch Anfang Januar haben, aber selbst der Januar ging jetzt schon mega schnell vorbei. Ich bin jetzt auch schon tatsächlich ein bisschen spät dran mit meinem Video, einfach aus dem Grund, weil es mir ein bisschen zu viel war. Es hat gefühlt jeder gleichzeitig dieses Video hochgeladen und ich wollte jetzt auch einfach noch ein bisschen warten, auch weil ich aber auch die Hoffnung hatte, dass tatsächlich die letzten fehlenden Produkte auch noch jetzt komplett in den Online Shop kommen, sind sie bisher zumindest zu meinem jetzigen Stand immer noch nicht gekommen, weswegen ich jetzt gesagt habe, okay, ich mache das jetzt einfach und drehe dann im schlimmsten Fall einfach nochmal ein zweites Video ab, muss ich dann aber sowieso machen, weil ich habe dann noch diese Palette hier am Ende dafür aufgehoben und ich habe dann auch gleich im ungeschminkten Part noch ein paar Fragen an euch zu der dritten Palette, die ich bestellt habe, also schreibt es mir dann sehr gerne unten in die Kommentare und ich würde dann auch schon sagen, wir legen jetzt dann los mit dem Video und dem Schminken und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Wir fangen jetzt wieder an mit dem ersten Look in diesem Video und wie ich euch hoffentlich im Intro schon gesagt hatte, haben wir hier sehr viele Produkte und zwar wirklich sehr, sehr viele. Ich habe wirklich vor, alles mit euch zusammen zu testen und ich hoffe, wir kriegen das auch hin. Ich muss halt sagen, bei den Lidschattenpaletten werde ich jetzt wahrscheinlich wieder nur eine verwenden und dann noch die zwei anderen für das nächste Video übrig lassen, weil es war noch nicht alles verfügbar auf Catrice Online und ich würde gerne noch auch diese flüssigen Blushes ausprobieren. Dann waren da noch so ein paar Liquid Lipsticks oder eher so Lipstick Formen, also irgendwas Pflegendes, was ich auch sehr spannend fand und was ich auch gerne mit euch testen möchte. Also diese Catrice-Bestellung hier ist noch nicht komplett abgeschlossen, aber ich werde mich darum kümmern. Aber es gab natürlich auch ein paar Sachen, also zum Beispiel zwei Sachen wurden mir dann wieder zugeschickt, wo man ja so kostenlos von Catrice dann bekommt und ich habe mir, glaube ich, selber dann einfach nochmal diese Haarspängchen hier mitgenommen. Ich finde die ja wirklich ganz praktisch, gerade jetzt für mich als YouTuberin betrachtet, ist es einfach super toll, einfach solche Spängchen zu haben, vor allem wenn man überlegt, wie schlimm ein Pony immer aussieht. Es geht mittlerweile, weil ich fast immer diese Hochsteckfrisur oder Wegsteckfrisur hier trage. Aber sonst finde ich das echt gut, wenn ich im Alltag noch am Schminken bin oder mich gerade fertig mache und dann einfach die Haare so ein bisschen wegstecken kann. Ich würde aber auch tatsächlich sagen, ich mache das jetzt trotzdem, damit seitlich die Haare ein bisschen weg sind. Und dann haben wir dieses Produkt auch mal benutzt und getestet. Ich nehme jetzt einfach mal eine Mini- und eine Mickey-Spange, damit es einfach zuckersüß aussieht. Ich muss echt sagen, die sind unglaublich hochwertig und fest vom Gefühl her. Ich habe sonst nur welche von Amazon und Shein da. Und da ist die Qualität ein bisschen anders. Also die sind wirklich ganz leicht und halten nicht so gut die Haare wie jetzt die hier. Also die gefallen mir jetzt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Da werde ich dann auch gleich die zwei anderen verräumen und die ganze Verpackung wegschmeißen. Ja, jetzt muss ich mir natürlich überlegen, was ich heute benutzen werde. Denn ich habe drei neue Lidschattenpaletten. Ihr seht aber hoffentlich auch, was ich für eine Farbe anhabe. Und mein BH-Träger ist verdreht. Naja, wenn es nur das ist. Auf jeden Fall habe ich hier dann eben drei verschiedene bestellt und ich muss schon sagen, ohne jetzt direkt wieder so negativ klingen zu wollen, aber mich nervt ein bisschen das neue Packaging. Es ist zwar zum Glück die gleiche alte Form, das ist mir nämlich sehr, sehr wichtig. Hätten die hier die Form geändert, hätte ich wahrscheinlich jetzt auch gesagt, ich höre auf, diese Pro Slim Eyeshadow Paletten zu sammeln sozusagen. Mich stört halt tatsächlich nur, das werdet ihr jetzt auch sehen, es sind drei wunderschöne Paletten, also wirklich alle drei zusammen sind wunderschön, aber mir gefällt es nicht so ganz, dass man die Töne durchsehen kann, weil ich finde, es sah halt beim anderen ein bisschen hochwertiger aus. Andererseits möchte ich trotzdem hier nochmal zugute halten, dass, obwohl sie jetzt so sind und man alles sieht, dass es natürlich auch gleichzeitig wieder besser ist, weil man dann genau weiß, okay, greife ich heute zu dieser Palette oder eben nicht, sind da die Farben direkt mit drin, die mich ansprechen und die ich gerne heute haben möchte, passend zu meinem Outfit oder eben nicht. Das hat man bei den anderen Paletten nicht, da habe ich mich damals auch ganz oft dabei erwischt, dass ich immer wieder alle Pro Slim Eyeshadow Paletten wirklich durchgegangen bin und geguckt habe, okay, welche passt jetzt heute tatsächlich zu meinem Outfit? Da habe ich jetzt sozusagen hier diese kleine Erleichterung. Mir geht es tatsächlich darum, dass ich es zwar per se nicht schlecht finde, dass sie jetzt so sind, sondern einfach nur darum, dass es halt wie eine komplett neue Reihe wirkt und nicht zugehörig zu den anderen Paletten, die ich vorher gesammelt habe. Also mir geht es wirklich nicht darum, dass es generell so ein durchsichtiges Fenster hat, sondern einfach, dass es nicht mehr passend zur Reihe wirkt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich glaube aber tatsächlich, ich werde heute eine der etwas natürlicheren beiden probieren, denn ich muss sagen, die hier ist zwar für mich mit einer der schönsten und spannendsten, aber zu der würde ich gerne ein gesondertes Video machen, wo es wirklich gar nichts mit dem Catrice Sortiments Update zu tun hat, denn ich denke, ihr könnt hier unten den einen Ton erkennen, das ist so ein Gloss und das kommt mir verdächtig nach einer Huda Beauty Palette vor und da würde ich einfach gerne, damit ihr wisst, woran ihr seid und einfach auch mal zu gucken, okay, sind die Paletten wirklich gleich oder zumindest ähnlich, würde ich die gerne einfach so ein bisschen gegeneinander testen. Ich bin mir auch ehrlich gesagt gerade nicht mehr sicher, welche
Huda Beauty Palette es tatsächlich war, weil wenn es die ist, woran ich gerade denke, dann ist sie sogar ein bisschen dunkellilaner angehaucht, als ich jetzt noch im Kopf habe. Aber ich gucke auch mal ganz kurz, ob ich sie finde, weil ich möchte das jetzt sicher wissen, nicht, dass ich euch ein Video verspreche und dann kurz vor dem Video merke, es ist doch überhaupt nicht das Gleiche, ich kann die beiden nicht vergleichen. Man kann es jetzt leider auch nicht mehr allzu gut erkennen, aber es ist tatsächlich die Rose Quartz Palette und der Ton hier ist tatsächlich genauso gesprenkelt gewesen, nur mit ein bisschen größeren Partikeln als jetzt hier bei Catrice. Wenn ich die beiden jetzt wirklich nebeneinander vergleiche, kann natürlich jetzt auch sein, dass es daran liegt, dass wir hier ein helles Hintergrund-Packaging haben und hier halt ein schwarzes, aber wenn man die jetzt tatsächlich miteinander vergleicht, ist da wirklich nicht so viel Ähnlichkeit, finde ich. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen, aber ein paar Töne sind tatsächlich trotzdem sehr ähnlich. Ich könnte auf jeden Fall trotzdem mal versuchen, die beiden zu vergleichen und zu schauen, ob sie sich zumindest ansatzweise ähnlich sind oder ob wir zumindest so einen, ja, sehr ähnlichen Look hinbekommen. Es geht mir ja auch darum, dass es nicht jetzt 1:1 das Gleiche sein muss und ist, aber es erinnert halt sehr stark daran. Deswegen, ich würde vielleicht mal überlegen, also je nachdem, was ihr mir auch in die Kommentare schreibt, wollt ihr dazu einfach mal so ein Vergleichsvideo haben zu den beiden, dass ich einfach mal gucke, dass ich einen so ähnlichen Look wie nur irgendwie möglich hinkriege. Dann sagt es mir gerne, wie gesagt, unten in den Kommentaren. Ich würde die beiden dann jetzt auf die Seite packen und eben so ein weiteres Video dann mit euch gemeinsam planen. Aber natürlich, wie gesagt, nur wenn überhaupt Interesse da ist, weil ich möchte jetzt nicht irgendwas hochladen oder mir die Zeit und Mühe machen und am Ende guckt es kaum einer. Was wir hier halt natürlich auch noch nicht haben in diesem Catrice Sortiments Update ist zum Beispiel Foundation und Concealer. Aber wir haben zumindest einen Primer, den werde ich dann heute auch benutzen. Das ist dieser Skin Glaze Hydrating Primer. Ich finde, der sieht sehr spannend aus, der kommt auch mit einer Pipette und ich finde es halt hier auch ganz besonders, dass der so leichte Schimmerpartikel hat. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie er dann auf der Haut reagiert und funktioniert. Aber das schauen wir dann später an. Mist, ich sehe gerade, ich habe den doppelt bestellt. Gott, bin ich doof. Naja, okay, dann wird das eine auf jeden Fall schon mal safe für euch in eine Verlosungskiste wandern. Ist sogar gar nicht mal so schlimm. Mich ärgert es nur, weil ich jetzt so viel Geld dann extra dafür ausgegeben habe. Ich glaube, der Primer hat nochmal 5 Euro gekostet. Aber egal, das kommt dann für euch in die Verlosungskiste. Mal gucken, ob hier nicht noch mehr Produkte doppelt drin sind. Ich muss jetzt aber auch noch ganz kurz ehrlicherweise zugeben, dass ich hier auch ein paar Produkte nachbestellt habe, die ich halt auch einfach ganz gut finde. Und da gehören zum Beispiel dieser hier mit dazu. Den liebe ich sehr. Der war, glaube ich, im letzten Jahr auch Frühling, Sommer im Update neu mit drin. Und ich habe mir jetzt aber nochmal zusätzlich dazu den in Rot geholt. Ich finde die beiden einfach mega gut. Die haben eine dicke Spitze und das ist einfach geil, um sich richtig schön die Lippenkontur ziehen zu können, aber auch gleichzeitig die Lippe auszufüllen. Das finde ich sehr schön. Der Nude-Ton ist absolut mein Ding. Also das ist der schönste Nude-Ton, den ich momentan als Lip-Liner gefühlt daheim habe. Aber wir gucken da mal später, ob ich überhaupt dazu komme. Ich sortiere mir das jetzt auch gerade, während ich euch das zeige, so ein bisschen vor, damit ich nicht durcheinander komme. Ich habe mir dann außerdem auch noch diesen 4-in-1-Brush geholt. Der ist eigentlich ganz cool. Ich weiß noch nicht so ganz, ob das so stabil ist und mir nicht ständig auf den Keks gehen wird, weil es auseinanderbricht. Ich baue den einmal ganz kurz zusammen. Also man muss tatsächlich sagen, dadurch, dass die beiden Pinsel miteinander verdreht werden, ist es tatsächlich ein sehr stabiler Pinsel. Ich frage mich nur, ob ich mich dann daran erinnern werde, dass ich das sozusagen auseinanderschrauben kann. Aber ich muss wirklich sagen, die Pinsel sind sehr gut. Also so generell der Pinsel an sich ist sehr gut. Das Einzige, was ich hier bemängeln würde, ist tatsächlich, dass sich die Pinselhaare ganz synthetisch und billig anfühlen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich damit so gut arbeiten werden kann. Aber das schauen wir dann mal später. Ich habe hier außerdem noch viele weitere Lip-Produkte, zum Beispiel diese beiden hier und die sind auch neu. Ich hoffe so ein bisschen, dass es so eine günstigere Version zu den Maybelline-Produkten ist, weil die haben ja auch diese ein Liquid Lipsticks oder die, wo mega lang anhalten sind, aber tatsächlich dann auch auf den Lippen glossy bleiben und die halten bei mir auch wirklich den ganzen Tag und das, obwohl man das wirklich noch so ein bisschen hin und her schmieren kann. Ich habe die leider nicht hier, weil ich die tatsächlich alle, also alle Farben, die ich habe, habe ich bei mir gerade in meiner Schminktasche, in meiner Handtasche drin und glaubt mir, da sind einige Produkte, unter anderem zum Beispiel auch die Nabla Jelly Lipsticks und ich habe mir zum Beispiel auch noch Lashes geholt. Ich finde die sehr langweilig, muss ich sagen. Die haben auch kaum Schwung, wenn man von der Seite drauf guckt. Also die sind relativ flach, werden wahrscheinlich nicht so ganz die Wimpern sein, die ich bevorzugen werde. Ich gucke mal am Ende, ob ich die benutze, weil das ist jetzt auch gleich der Look, mit dem ich rausgehe, deswegen keine Ahnung. Aber wir gucken mal. Ansonsten habe ich hier noch ganz viele andere Sachen. Also ich habe hier zum Beispiel noch diesen Augenbrauenstift, der gerade so ein bisschen in aller Munde ist. Dann habe ich ja auch noch so einen neuen Eyeliner, den wollte ich auch unbedingt testen. Dann hatte ich mir hier eben nochmal sozusagen nachbestellt, aber ich glaube tatsächlich auch, dass es die neuesten Farben gewesen sind, dass es diese 4 Lip-Liner hier sind und die dachte ich mal, bestelle ich mir auch mal mit dazu. Und dann eben noch diese wunderschöne neue Mascara und einen braunen Kajal. Ich bin mir nur allerdings nicht sicher, ob der nicht vielleicht sogar als Geschenk mit dazu gegeben wurde, weil ich bin mir sogar eigentlich fast sicher, dass er mit als Geschenk dazu gegeben wurde, weil ich hatte dann auch noch hier diesen Nagellack, den ich richtig schön fand, den wollte ich dann auch unbedingt haben. Und die letzten beiden Produkte
Produkte sind dann einmal dieser Liquid Eyeshadow in dieser Farbe hier und dann natürlich noch einmal diese super umstrittene, aber auch gleichzeitig mega gehypte Magic Shaper Face Cream Palette. Bin ich sehr gespannt drauf, wie die funktionieren wird, denn meiner Meinung nach ist ja so Cream-Produkte so ein Problem und ich hatte das ja auch damals bei dem letzten Sortiments-Update, da hatte ja Catrice auch so einen ganz neuen Cream-Bronzer. Den fand ich gar nicht gut, der war mir viel zu ölig, da ist überhaupt nichts mehr auf der Haut groß übrig geblieben. Deswegen bin ich mal gespannt, wie diese Palette dann sozusagen am Ende bei mir performen wird und ich hoffe tatsächlich, dass es nicht die gleiche Formulierung ist wie bei diesem Bronzer, aber wir gucken mal. Ich würde sagen, wir starten dann jetzt mal als erstes mit dem Skin Glaze Hydrating Serum Primer und wie gesagt, hat er so ganz leichte Schimmerpartikel mit drin und das werde ich mir dann jetzt einfach auch mit aufs Gesicht aufgeben. Um das auch übrigens gleichzeitig noch mit vorwegzunehmen, ich habe jetzt auch so ein bisschen noch gewartet, um dieses Sortiments-Update auch gleichzeitig mit als neuestes Full-Face-Make-up von Catrice mit reinzunehmen. Also es wird dann nicht nochmal jetzt im Nachhinein ein extra Full-Face-Make-up Catrice kommen, weil ich wollte euch natürlich auch die neuesten, aktuellsten Produkte zeigen und das ist auch der Grund, warum ich jetzt sozusagen richtig mit der Drogeriereihe anfange mit Catrice, weil halt Essence noch kein Sortiments-Update hatte. Sonst wäre ich eigentlich gerne wieder in der Reihenfolge vorgegangen, wie der Preis aufsteigend ist. Aber ja, das werde ich jetzt dann halt eben belassen und einfach so ein bisschen die Reihenfolge machen, auf die ich sozusagen Lust und Laune habe. Aber nur damit ihr es wisst, ich werde jetzt nicht jede Woche dann wieder ein Full-Face-Make-up hochladen. Habe ich jetzt zwar die letzten zwei Wochen gemacht mit LH Cosmetics und Charlotte Tilbury. Es wird auch definitiv noch eins von Danessa Myricks in kurzer Zeit kommen. Hat aber so an sich jetzt eigentlich nichts mit der Drogeriereihe zu tun, weil es ja eben High-End-Produkte sind. Allerdings muss ich dazu auch noch sagen, es wird dann aber auch nicht jede Woche ein Drogerie-Full-Face-Make-up online kommen. Also ich werde mich jetzt nicht drauf versteifen, dass jetzt jeden Donnerstag das online kommt, weil ihr könnt euch vorstellen, das wird sonst eine sehr, sehr teure Geschichte, wenn ich jetzt für vier Wochen lang einkaufen muss und vor allem ein Full-Face-Make-up, gerade jetzt zum Beispiel bei den etwas höherpreisigen Marken, was jetzt so NYX ist zum Beispiel, da würde ich ja pleite gehen. Also ganz ehrlich, ich kaufe das ja oder ich verdiene ja sowieso gerade noch fast gar nichts mit YouTube. Das sind wirklich nur maximal 50 Euro im Monat und dann natürlich noch alles andere, was zum Beispiel über Affiliate-Codes oder so reinkommt. Aber das ist momentan trotzdem nicht viel. Deswegen kann ich es mir leider nicht leisten, jetzt wirklich jede Woche dann alles einzukaufen, um das zu haben. Ich würde versuchen, es so alle zwei, drei Wochen hinzukriegen. Aber ich gucke auch einfach mal, wie ich Lust und Laune habe. Wenn ich dann tatsächlich schon sehe, dass eine Marke nicht viele Neuheiten hatte, benutze ich einfach das, was ich daheim habe und kauft mir den Rest dazu und dann klappt es vielleicht auch schon ein bisschen früher, dass ich euch da das nächste Full-Face-Make-up online stelle und hochlade. Aber wir gucken mal, wenn es soweit ist. Jetzt mal zum Primer. Ich merke jetzt halt auf den Händen, dass es eine sehr klebrige Geschichte ist, was ja per se nicht schlecht ist, denn das hält ja auch sehr gut die Foundation. Jetzt muss ich einfach auch gerade mal in meinen Spiegel, in die Nahaufnahme sozusagen gucken. Ich finde, man sieht tatsächlich gar nicht mal so viel von dem Schimmer. Ja, ich habe einen schönen, glowigen Tar, würde ich sagen. Es gleicht auch durch diese Schimmerkraft so ein bisschen meine vergrößerten Poren aus. Aber es macht jetzt halt sonst keinen großen Effekt. Also ich finde nicht, dass es sich irgendwie pflegend anfühlt oder sonst irgendwas macht. Und es macht jetzt auch nichts mit den Poren. Es sieht halt nur so aus, weil da eben diese kleinen Schimmerpartikel sind und die sich halt so in die Poren legen, dass es so reflektiert durch die Lichter und man die dann halt kaum sieht. Also es ist jetzt auch wirklich kein Riesending, sag ich mal, an dieser Stelle. Es ist jetzt nichts, was Weltbewegendes ist. Ich persönlich hätte es mir wahrscheinlich nicht nochmal gekauft. Mal gucken, wie sich jetzt die Foundation so drüber fällt. Vielleicht denke ich dann nochmal anders darüber nach. Als Foundation benutze ich dann heute die Tinted Serum Foundation von Catrice natürlich und ich wollte die jetzt auch einfach mal benutzen, weil ich die einfach auch schon sehr lange nicht mehr benutzt habe. Was ihr immer bedenken solltet, schüttelt diese Produkte gut durch. Ich fand die in Vergangenheit ganz gut, ich muss aber auch schon echt sagen, ich habe die jetzt mindestens schon seit, keine Ahnung, 6 bis 8 Monaten gar nicht mehr benutzt. Deswegen weiß ich auch gar nicht mehr, ob sie jetzt noch gut zu meiner jetzigen Haut passt. Aber wir gucken jetzt einfach gleich mal. So sieht die Foundation aus und ich bin mal sehr gespannt drauf, ob das jetzt noch so zu meinem jetzigen Make-up Bedürfnissen einfach passt und ob ich sie noch gut finde. Farbmäßig ist sie auf jeden Fall ganz gut. Also da wird man jetzt auf jeden Fall am Hals auch keinen Übergang sehen. Ich finde es ja immer ganz schön, eine Hälfte zu machen, damit ihr einfach mal das Ergebnis seht. Ihr könnt auch bestimmt erkennen, dass meine Nase echt komplett mega krass rot ist und dass es einfach für mich so die Stelle ist, die bei mir am besten abgedeckt sein muss. Deswegen mag ich auch Foundations mit einer hohen Deckkraft viel lieber, weil ich sonst leider das Problem habe, dass man diese Rötungen von der Nase immer sieht. Also das ist jetzt gerade mal so der Zwischenstand mit der Foundation.
Ich muss sagen, ich finde sie von der Deckkraft nach wie vor sehr gut. Auch der Ton passt sehr gut. Das Einzige, was mich jetzt so mittlerweile ein bisschen stören würde, weil ich das jetzt einfach doch mehr und intensiver mag, ist einfach die Deckkraft. Also für mich ist das eine sehr gute Medium-Deckkraft, aber ich bin halt leider echt auf so einem Punkt, wo ich hohe, hohe, hohe Deckkraft brauche und auch möchte vor allem. Also brauchen ist jetzt wieder so eine Sache. Das sieht jetzt jeder bestimmt mit anderen Augen und würde sagen, du hast doch voll die gute Haut, aber meiner Meinung nach nicht. Deswegen muss ich jetzt einfach mal, ja, das so ein bisschen auf mich wirken lassen. Ich finde, so eine Foundation sieht dann sowieso noch mal ein bisschen anders aus, wenn man komplett geschminkt ist. Deswegen fange ich auch persönlich immer viel lieber mit Foundation an, aber ist ja jetzt auch egal. Ich weiß gar nicht, ob Catrice oder wann Catrice den letzten Concealer rausgebracht hat. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, sind diese Under Eye Brightener. Und ich glaube, der hier kam ja zuerst raus und der hier kam dann danach. Und ich muss sagen, mein Problem ist so ein bisschen, der Orangene ist mir ein bisschen zu dunkel und der Pinke ein Müh zu hell, muss ich sagen. Aber ich benutze trotzdem den Pinken viel lieber. Ich denke, man kann auch hier ganz gut die Cooler erkennen im Vergleich zu dem Orangen. Also den Orangen habe ich vielleicht wirklich maximal zweimal benutzt. Aber ich wollte dem Ganzen jetzt auch hier nochmal eine Chance geben und gehe deswegen zuallererst mal hier in das orangene Produkt rein. Und dann platzieren wir uns das hier mal hin. Aber ich denke, ihr erkennt schon, das ist echt arg dunkel. Was aber nicht schlecht ist, also wenn man das dann auch ausblendet, geht's eigentlich. Man muss halt auch hier sagen, das ist ein sehr öliges Produkt. Also das setzt sich auch relativ schnell in die Fältchen ab, wenn man es eben nicht gut einarbeitet und vor allem auch gut ausblendet. Das ist halt mit so einem Grund, warum ich immer noch mal mit dem Schwamm über mein ganzes Gesicht drüber gehe, weil es sonst einfach viel zu viel Produkt auf manchen Stellen sind und dann einfach nicht mehr schön aussieht. Aber ihr könnt es auch erkennen, jetzt ist hier wirklich so ein Übergang zu Foundation, weil das Produkt einfach ein bisschen zu dunkel ist und bei mir leider einfach nicht so gut funktioniert. Wenn ich jetzt noch mal mit dem Foundation-Pinsel drüber gehe, geht's eigentlich, würde ich sagen. Aber es ist jetzt halt auch nicht das Beste vom Besten. Jetzt gehe ich auf jeden Fall mal mit dem gleichen Pinsel in den hellen pinken Ton und platziere den mal hier auf dem anderen Auge. Und ihr werdet gleich sehen, da gleicht es viel besser meine Augenschatten aus. Ist aber leider trotzdem vom Sinn her das gleiche Problem, dass es halt leider sehr ölig ist und man es wirklich gut einarbeiten muss und dann verblendet, weil sonst hat man wirklich das Problem, dass es sich überall absetzt und nicht schön aussieht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich finde, man kann direkt erkennen, dass der Pinke bei mir viel mehr Arbeit macht und auch schafft. Also ich finde, die Seite sieht viel frischer, natürlicher und schöner aus. Und hier sieht man einfach diesen orangenen Unterton und Farbklecks auf meinem Gesicht. Würde natürlich jetzt nicht so extrem auffallen, wenn ich jetzt beide Seiten mit dem gleichen geschminkt hätte. Aber gerade weil ich euch ja auch den Effekt zwischen den beiden zeigen wollte, war es mir jetzt dann doch wichtig, dass ich euch beide hier mit reinnehme und eben im Vergleich zueinander überstelle. Aber ihr könnt mir auch mal gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das gerade empfindet, weil mein Monitor ist halt riesig und ich sehe das dann auch alles nochmal immer mit ganz anderen Augen, weil ich das halt so wirklich groß vor mir habe. Also schreibt es mir mal gerne, welche Seite ihr für mich und meinen Hautton persönlich am besten findet. Und auch sehr gerne, ob ihr die beiden oder einen davon schon ausprobiert habt und wie ihr das findet. Ob es euch nicht vielleicht auch nach einer gewissen Zeit in die Fältchen rutscht, das würde mich echt interessieren. Ich gehe dann jetzt tatsächlich einfach mal ganz kurz mit meinem trockenen Schwamm über die ganze Geschichte drüber. Und zwar einfach nur, wie gesagt, aus dem Grund, dass es sich sonst in die Fältchen komplett absetzt. Als Setting Spray werde ich jetzt fürs gesamte Gesicht jetzt dieses Ultra Last Tear Fixing Spray benutzen. Kam, glaube ich, auch letztes Jahr auch im Sommer-Update mit raus. Und ich finde den Sprühkopf ganz schlimm. Der ist so richtig strahlig. Ich finde, den kann man auch gar nicht aufs ganze Gesicht aufgeben, weil sonst hat man wirklich überall riesige Tropfen. Das ist leider von der Sprühflasche her für mich schon ein reines Flop-Produkt. Aber sonst geht's eigentlich. Und ich gehe dann halt wirklich mit dem Schwamm überall nochmal drüber, um das alles nochmal schön zu verblenden und auszuarbeiten. Und natürlich habt ihr dann auch eine viel längere Haltbarkeit, wenn ihr das so macht. Was ich jetzt aber auch noch tun werde, ich werde mit meinem allerliebsten Lieblingsconcealer damit drüber gehen, um das jetzt nochmal so ein bisschen auszugleichen und beide Seiten zumindest ansatzweise etwas gleich zu bekommen. Aber man muss halt wirklich sagen, die pinke Seite sieht einfach besser aus. Aber das wird man dann hoffentlich jetzt gleich mit dem Concealer gar nicht mehr sehen. Ja, das ist dann jetzt der Zwischenstand mit Concealer. Wie gesagt, einer meiner liebsten Concealer, auch generell aus der ganzen Drogerie. Aber auch dazu wird dann hoffentlich noch bald ein komplettes Update kommen. Ich werde meine Top 5 Produkte in jeder Kategorie euch vorstellen. Egal, ob es jetzt High-End oder Drogerieprodukte sind. Aber dazu kommen wir dann hoffentlich noch irgendwann anders und nicht jetzt. Denn jetzt möchte ich definitiv weitermachen. Und ich bin auch gerade schon am Überlegen, mit was ich denn weitermache. Ich glaube, ich mache dann weiter mit der Magic Shaper Palette, weil dann hat es echt noch ein bisschen Zeit einzutrocknen und ich brauche nicht schon direkt mit Puder drüber gehen. Ich nehme jetzt mal für diese mini kleine Palette, also die ist wirklich klein, ich glaube, das reicht dann gerade wirklich der Pinsel hierfür und gehe damit wirklich mal in diesen helleren Bronzerton mit rein und den platziere ich mir dann jetzt hier schön hin und versuche den einfach mal so ein bisschen in meine Haut einzuarbeiten. Die Farbe finde ich jetzt auf
jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht. Ich platziere die mir jetzt auch ehrlich gesagt erstmal so ein bisschen hier hin und blende die dann gleich nochmal mit dem Schwamm aus, weil mir ist es, glaube ich, mit diesem kleinen Pinsel dann zu ungenau, das auszublenden. Ich mache das jetzt aber auch direkt mal mit dem Schwamm, nicht, dass es gleich eintrocknet und ich dann übelst die Probleme damit habe. Ja, und das klappt echt ganz gut, muss ich sagen. Also man erkennt definitiv einen Unterschied zwischen beiden Gesichtshälften. Ich finde es auch nicht schlecht, aber ja, ich habe nur ein bisschen das Gefühl, es trägt mir leicht die Foundation ab. Kann aber eben daran liegen, dass es ein ölhaltiges Produkt ist und ich glaube, die Foundation müsste wasserhaltig sein. Aber das steht jetzt leider auch nicht mit drauf. Nee, die ganzen Inhaltsstoffe stehen jetzt hier leider nicht so mit drauf. Aber ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall habe ich nur ein bisschen das Gefühl, dass es mir hier vorne die Foundation weggenommen hat. Zumindest sieht es von weitem so aus. Wenn ich nah rangehe, dann eigentlich nicht. Aber es bleibt jetzt halt trotzdem kein Riesending davon übrig. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, wie es aussieht, wenn ich das jetzt mit so einem Stippling Brush ein bisschen ausblende, ob das dann vielleicht besser wird oder besser auch bleibt von der Farbintensität. Weil ich muss sagen, ich benutze zwar im Alltag nicht oft Bronzer, Blush und Highlighter, aber wenn ich es tue oder wenn ich vor allem auch Lust darauf habe, will ich schon, dass man es sieht, weil ich mag diesen overbronzten Look auf den Wangen eigentlich sehr, sehr gerne. Ja, nicht so gut. Nee, nee, nee. Ich gehe dann jetzt nochmal hier mit der Farbe rein. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt auch tun soll. Nee, ist es einfach zu wenig Farbe. Jetzt wird das alles auch noch fleckig, aus welchem Grund auch immer. Beim Pinsel hätte ich es ja noch verstanden, wenn es jetzt fleckig geworden wäre, aber bei dem Schwamm? Ja, aber ich finde, so kann ich jetzt eigentlich gerade ganz gut damit leben. Ich finde nur ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich finde, es ist ein bisschen fleckig geworden. Aber das kann jetzt natürlich auch sein, weil ich meine Wange sozusagen ein bisschen gereizt habe. Ich mache das dann jetzt mal ganz kurz schnell auf der anderen Seite. Also mit dem Pinsel lässt sich das wirklich gefühlt gar nicht ausblenden. Ich habe ja gerade diesen Pinsel hier benutzt und ganz ehrlich, einen größeren kann man bei der Größe der Palette auch gar nicht benutzen. Ich weiß jetzt halt nicht so ganz, was Catrice von mir erwartet letztendlich, weil ich kann es eigentlich nur mit dem Schwamm ausblenden. Also jeder, der wirklich gerne Pinsel benutzt, wird dann halt hier am Ende des Tages wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht sein, weil ich mag zwar Schwämme zum Nacharbeiten der Foundation und Concealer und eben auch so bei solchen Cremeprodukten mache ich das auch immer so, aber mir ist es eigentlich schon lieber, wenn ich das wirklich mit einem Pinsel machen kann. Ich bin einfach ein bisschen zu faul für dieses ganze Rumgebounce hier. Aber ja, es sieht doch ganz gut aus. Also jetzt, wenn ich das insgesamt betrachte, finde ich es auch von der Farbe her ganz schön und ansprechend. Also es gefällt mir sehr gut, ist auf jeden Fall mein Geschmack. Jetzt gehe ich dann einfach mal in diesen pinken Ton, denke ich mal, und gehe damit eben mit der Rückseite davon rein. Der ist ein bisschen fluffiger, aber genau das will ich jetzt erstmal. Und ich mache ein bisschen auf meinen Handrücken, damit es nicht zu extrem wird. Oh, und das funktioniert sehr gut, obwohl der so fluffig ist. Hier würde ich sogar tatsächlich behaupten, bräuchte ich gar keinen Schwamm mehr zum drübergehen. Ich finde es halt nur schwierig, weil man da echt so schwer in die Pfännchen reinkommt mit so einem großen Pinsel wie dem hier. Aber ja, sieht ganz schön aus. Jetzt wollte ich euch eigentlich noch die andere Farbe zeigen. Habe es jetzt aber voll vergessen. Ich mische jetzt aber einfach nochmal damit drüber diesen sehr hellen Koralleton. Ich finde nämlich auch sehr schön und ich glaube auch gemischt wird es jetzt so ein perfekter Übergang zwischen Bronzer und Blush. Ja, aber ganz schön heavy, würde ich sagen. Jetzt gehe ich auch gleich mal mit dem gleichen Pinsel ein bisschen in den hellbraunen Ton und auch ein bisschen in den dunkleren Bronzerton und gebe mir den hier auf die Wange noch mit auf. Also am besten, man geht einfach komplett bei der Größe der Palette in alle Töne gleichzeitig rein. Dann hat man einfach alles auf einmal auf dem Gesicht. Also mit dem Pinsel lässt sich auch der Bronzer viel besser einarbeiten und ausblenden. Vielleicht hätte ich direkt von Anfang an den benutzen sollen, was ich aber nicht so ganz verstehe, weil eigentlich ist ja auch genau dieser Pinsel mega gut, um so Konturen zu machen. Aber okay. Auf jeden Fall sehr schön. Es gefällt mir echt sehr gut. Und ich habe tatsächlich hier dann noch diesen Highlighter, den ich mir jetzt einfach so ein bisschen hier mit drüber tupfe. Ich gucke jetzt auch mal nach dem dunkleren Highlighter, also der hier unten, ob der noch gut passen würde. Okay, also selbst der ist mir schon fast ein Hauch zu dunkel, aber noch in einem erträglichen Rahmen. Also gerade wenn ich die beiden jetzt mische, finde ich, es sieht eigentlich ganz schön aus. Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Also generell, ich bin zwar nicht so dieser Overblushed-Mensch, also ich mag das gar nicht, aber mir gefällt es gerade wirklich sehr, sehr gut. Also es sieht sehr schön aus. Ich mag das auch tatsächlich so, wie gesagt, wenn ich Zeit habe und mich auch wirklich mal wieder intensiv schminken möchte, möchte ich auch so einen starken und krassen Look auch haben. Deswegen bin ich eigentlich gerade ganz zufrieden damit. Ich wollte eigentlich am Anfang meckern, weil ich ja wirklich diese schlechte Erfahrung mit dem anderen Catrice-Produkt hatte. Aber im Moment gefällt es mir echt gut. Ich muss aber sagen, das andere Catrice-Produkt hat mir auch sehr gut gefallen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann gesettet habe. Weil dann hat man fast gar nichts mehr von der Farbe gesehen. Ich will es jetzt auch noch nicht zu sehr beschreien, aber wir gucken erstmal, beziehungsweise ich gebe euch dann am Ende des Videos wirklich dann erst mein abschließendes Fazit dazu, weil es kann sein, wenn wir dann später mit Setting Puder drüber gehen, dass sich die ganze Geschichte nochmal ändert und ich dann vielleicht doch nicht mehr so begeistert und zufrieden bin. Als Puder werde ich dann heute auch aus meiner Schminksammlung dieses Invisible Matte Loose Powder nehmen, weil ich meine, dass es auch irgendwann jetzt dann
vor kurzer Zeit im Update war. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube auch, ich werde jetzt zuerst abpudern, bevor ich mit irgendwas anderem weitermache. Und ich habe jetzt auch schon mit dem neuen Catrice-Pinsel hier das Puder aufgenommen. Und dann fangen wir einfach mal an, hier alles so zu setten. Boah, ich hatte das gar nicht mal mehr so gut in Erinnerung. Das ist ja richtig schön matt. Das gefällt mir schon mal gut. Oh, und Gott sei Dank, es macht tatsächlich nicht die Kraft der Bronzer und Blushes hier weg. Ich muss halt sagen, der Highlighter hat relativ große Glitzerpartikel. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann, aber es hat wirklich sehr große Glitzerpartikel. Also größer, als ich eigentlich bei Highlightern auch gewöhnt bin. Nur so, damit ihr das halt auch mal wisst und gehört habt. Nicht, dass es dann wieder Rückfragen dazu in den Kommentaren gibt, weil ich das einmal wirklich komplett anders aufgefasst habe als manche anderen. Ich weiß aber auch nicht mehr, um welches Produkt es ging. Ich glaube aber, es ging auch um irgendein Catrice oder Essence Produkt. Und da wurde ich dann gefragt, ob der Primer nicht meiner Meinung nach auch zu große Schimmerpartikel hat. Und ich war nicht so der Meinung, aber anscheinend ihr allen anderen. Deswegen, ja, dachte ich einfach mal, ich sag's jetzt mal direkt dazu, bevor ich es dann nicht mehr vielleicht auch so vor Augen habe. Also das Puder hat mir jetzt auf jeden Fall wieder sehr gut gefallen. Das muss ich auf jeden Fall wieder jetzt öfters benutzen. Und ich gehe dann jetzt auch direkt mit so einem Powder Puff in das Puder nochmal rein und setze mir das hier schön unter die Augen, weil sonst kriecht das alles später, weil ich ja noch diesen Under Eye Brightener damit drin habe und der macht wirklich sehr viel aus, wenn ich den sozusagen unter meinem Concealer sitzen habe. Außerdem muss man auch sagen, ich brauche gleich das Puder, weil falls Fallout kommt, kann ich es dann zumindest ein bisschen einfacher wegwischen. Das Puder ist zu und verschlossen und ich bin sehr zufrieden, wie gesagt, auch mit dem Puder, aber auch tatsächlich jetzt mit der Face-Palette, weil es tatsächlich jetzt nicht so weit gekommen ist, dass sich das Ganze jetzt sozusagen in Luft aufgelöst hat, diese ganze Arbeit mit dem, ja, hier rumblenden und so. Also es ist tatsächlich geblieben. Nur bei dem Bronzer damals hat man wirklich gar nichts mehr davon gesehen. Das war dann nochmal eine andere Geschichte, aber zum Glück bei dieser Palette jetzt nicht. Und jetzt machen wir jetzt auch mal endlich weiter mit den Augen. Und ich weiß immer noch nicht, welche Palette ich benutzen soll, weil ich finde diese blaue so spannend. Allerdings sieht sie halt auch aus wie die andere, wo es bereits gibt. Außer, dass halt hier noch so ein sehr rötlicher Mermaid-Ton mit drin ist. Aber sonst sieht sie der anderen, ich glaube, diese Hint of Mint-Palette oder wie die heißt, sehr ähnlich. Und die hier erinnert mich auch sehr stark an eine der ersten, die Catrice damals hatte. Von meinem Outfit her weiß ich gar nicht, was jetzt heute am besten passen würde. Aber ich muss echt sagen, wenn, dann hätte ich mehr Bock, so ein bisschen Farbe mit reinzubringen. Mann, ich wünschte mir echt manchmal, dass ich das alles mit euch live mache und ihr mir direkt antworten könntet. Ja, in Betracht dessen, dass ich jetzt auch diesen Liquid Eyeshadow in dieser blauen Farbe habe, werden wir tatsächlich dann diese Palette hier benutzen. Wenn ihr die nochmal sehen wollt, beziehungsweise ihr werdet sie so auf jeden Fall sehen, weil in dem nächsten Video brauche ich ja auch wieder eine Lidschattenpalette, dann werde ich die benutzen und heute euch eben nur die eine hier zeigen. Jetzt gucken wir einmal ganz kurz, wie die Farbe ist. Es ist auf jeden Fall so ein sehr dunkles Blau, eher so ein Grau, würde ich sagen. Es ist aber schon sehr schmierig, also ja, es fühlt sich sehr ölig an. Ich bin mal gespannt, wie das hier alles wird. Ich würde sagen, ich gebe jetzt als allererstes mal eine Lidschattenbase auf und die hat jetzt tatsächlich nichts mit der Catrice Marke zu tun. Ist aber auch vollkommen egal, weil ich möchte die Lidschatten jetzt auch hier wirklich offen und ehrlich beantworten, ohne wegen der Lidschattenbase dann falsche Ergebnisse zu bekommen. Deswegen ist es mir lieber, eine zu nehmen, die ich wirklich jeden Tag benutze und die ich in- und auswendig kenne, um wirklich keine verfälschte Meinung zu bekommen. Dann starten wir mal mit diesem ganz dunklen Braunton hier hinten. Oder was heißt ganz dunkel? Also es könnte von mir aus wirklich noch ein viel dunkleren Braunton hier geben. Und ich merke schon, es gibt noch eine Sache, die mich an der neuen Palette stört. Es gibt keinen Spiegel. Und das ist auch so eine Sache, wird mich sehr nerven und stören. Ich bin zwar eigentlich früher, also vor YouTube, überhaupt kein Mensch gewesen, der oft zu diesen Spiegeln in den Paletten gegriffen hat und irgendwie das auch damals nie nachvollziehen konnte, warum alle sich deswegen immer so ausgeheult haben. Aber seitdem ich jetzt YouTube mache, kann ich es absolut verstehen. Und ich blende dann auch einfach schon mal so ein bisschen den Braunton leicht nach vorne. Also die Farbe ist mir wirklich nicht allzu dunkel genug, aber ich finde, es sieht noch echt in Ordnung aus. Und wenn ihr das erkennen könnt, man kann sie echt noch ein bisschen dunkler aufbauen. Aber es ist halt wirklich die dunkelste Farbe in dieser Palette. Ja, und ansonsten sind alle anderen Farben sehr rosig angehaucht. Also es sieht echt aus, als hätte ich zwei verschiedene Paletten. Wenn man jetzt mal wirklich diese blauen hier weghält, ist es wirklich eine sehr rötlich-pink angehauchte Palette. Und wenn man dann öffnet, hat man nur hier unten diese vier kühleren. Gut, man könnte es auch vielleicht so abdecken, dann würde es auch gehen. Aber ja, weiß ich nicht so ganz. Irgendwie finde ich die Palette ein bisschen zu sehr Mischmasch. Jetzt gehe ich dann einfach mal in die Farbe Lagoon hier vorne, also dieses helle Blau. Und das platziere ich mir dann jetzt hier komplett bis nach vorne hin, um diese fehlende Lücke zu schließen. Und das mache ich jetzt auch tatsächlich mit einem Blendepinsel. Also ich stempel es diesmal bewusst nicht mit rein, sondern blende es direkt aus,
damit es wirklich ein sehr softer Verlauf wird und das Blau auch wirklich nur ganz sanft auf dem Auge aufliegt. Die Farbe ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, das ist so ein Ton, der erinnert mich einfach unglaublich an die Hint Mint Palette. Ich hoffe, die hieß überhaupt so. Wenn nicht, ist auch egal, aber ich glaube, ihr wisst, welche ich meine. Ich tippe jetzt auch mal mit dem gleichen Pinsel in den Braunton und blende das hier nochmal so schön hin und her, damit es wirklich den perfekten Farbverlauf ergibt. Sehr schön auf jeden Fall, muss man echt sagen. Nochmal ausblenden tue ich dann tatsächlich mit diesem Korallton und auch wieder dem gleichen Blendepinsel, weil da noch so ein bisschen die Reste von den anderen beiden Tönen mit dabei sind. Klopf einmal ab und gehe dann hier oben schön über alles nochmal drüber. Aber so wie ich es mir schon fast gedacht habe, man sieht davon wirklich kaum etwas. Ich würde sogar behaupten, man sieht irgendwie gar nichts, aber okay. So, ich dachte, ich hole euch nochmal ganz kurz ein bisschen näher ran, damit ihr vielleicht doch noch was erkennen könnt, wenn da was ist. Es ist halt wirklich ein Hauch von nichts. Was ich aber auch nicht schlimm finde, muss ich jetzt auch noch gleich sagen, weil man blendet ja sowieso mit der Farbe nur aus und ich würde sie wahrscheinlich auch niemals allein auf dem kompletten Auge tragen. Und ja, ich weiß, ich muss meine Augenbrauen mal wieder zupfen. So, das ist jetzt gerade mal der Zwischenstand. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden, aber wir gucken dann mal, wie sich's gleich verhält, wenn ich weitermache. Es ist halt leider hier hinten, ich kriege hier immer so einen Knick rein, weil mein Auge so faltig ist. Jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal weiter mit diesem Liquid Eyeshadow. Und ich glaube, ich tue den tatsächlich zuerst auf den Handrücken und arbeite mir das von da mit dem Finger auf dem Auge erstmal ein. Es ist halt irgendwie auch kein Blauton, es ist eher so ein lila, blau, grauton. Aber ich benutze es jetzt sozusagen als Base für das nächste, was ich dann drüber geben will. Und ich benutze dann jetzt auch noch so einen angeschrägten Pinsel, um mir einfach hier nochmal schöner diese Linie hier zu ziehen, wo ich die Cut Crease sozusagen habe. Ich muss leider echt sagen, mir gefällt der Liquid Eyeshadow nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es gut erkennen könnt, aber es ist eine komplett fleckige Base. Es sieht leider gar nicht schön aus. Ich wollte zwar sowieso nochmal mit einem anderen Ton drüber gehen, aber das ist halt nicht das, was ich wirklich an Anforderungen an einem Liquid Eyeshadow habe. Und ich habe sogar Action Liquid Eyeshadow hier daheim, der millionenmal besser ist. Und das, obwohl es einfach nur so ein dunkles Rosé ist. Und den habe ich sogar hier, guckt mal. Also der von Max & More ist millionenmal besser. Und das, obwohl er um einiges günstiger ist. Also ich werde mal gucken, ob ich mir beim nächsten Mal dann auch noch mal eine andere Farbe mit dazu bestelle. Aber das hier wird auch selbst auf dem Handrücken unglaublich fleckig. Hier ging es, aber selbst da merkt man, glaube ich, dass an manchen Stellen sich ein bisschen mehr Pigment ansammelt als an den anderen. Finde ich sehr schade, ehrlich gesagt. Ich tue mir jetzt dann gleich direkt diesen sehr dunklen blauen Ton mal komplett drüber platzieren, weil das war zwar sowieso meine Idee, aber ich hatte schon die Hoffnung, dass ich ein bisschen was von dem Liquid Eyeshadow ersichtlich lassen kann. Geht jetzt aber halt nicht, weil es total fleckig ist. Jetzt gehe ich mit einem fluffigen Pinsel in die Farbe Seashell hier oben. Ich finde die so, so schön. Und ich blende jetzt einfach damit mal hier oben so ein bisschen drüber, damit es hier einfach diesen Schimmer mit aufnimmt. Und es tut es wirklich sehr gut. Es sieht aus wie so ganz kleine Glitzerpartikel. Ich setze mir den aber auch gleich nochmal in den Innenwinkel mit einem zentrierteren Pinsel. Aber es sieht sehr schön aus, vor allem über diesen hellen, matten Blauton. Man muss ja auch einfach sagen, wenn man so ein bisschen höher arbeitet, zieht es halt das Schlupflid nochmal ein bisschen nach oben. Also man sieht dann auch nicht mehr so viel von dem Schlupflid. Was ich gut finde, weil es dann einfach, wenn man so gerade guckt, einfach nochmal ein bisschen besser sichtbar ist. Jetzt nehme ich, wie gesagt, einen kleineren Pinsel und gehe damit eben in die gleiche Farbe rein und setze mir das auch hier direkt in den Innenwinkel am Auge. Also allein wegen dieser Farbe hier werde ich bestimmt unglaublich oft zu dieser Palette greifen. Ich finde die nämlich so, so schön. Ist für mich der perfekte helle Schimmerton. Also solche Töne findet man auch echt nicht oft in den Paletten, die so perfekt auch sind vom Unterton, von der Anmischung und allem. Auf jeden Fall sehr, sehr schön, muss ich jetzt echt mal sagen. Jetzt blende ich nochmal ganz kurz mit dem hellblauen Ton, also der Farbe Lagoon hier oben, nochmal unten am Augenwinkel etwas aus. Und wieder mit dem angeschrägten Pinsel gehe ich dann in diesen dunklen, braun schimmernden Ton und setze mir den dann sozusagen hinten nochmal mit auf, um so einen Übergang in das Braun hier außen zu schaffen. Ich nehme jetzt ganz kurz dafür nochmal einen anderen Pinsel, weil der ist mir irgendwie nicht gut genug. Ich habe auf jeden Fall ein paar Schimmerpartikel ins Auge gekriegt. Blende es hier mal ganz kurz ein bisschen hin und her und dann sehen wir uns gleich wieder für den nächsten Step. Weiter geht's dann jetzt mit der Fake It Mascara und die hat ein ganz schönes Bürstchen und zwar so ein in Sanduhr-Optik, würde ich behaupten. Aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, das sind tatsächlich Silikonhärchen. Jetzt gucken wir natürlich gleich mal, was es für einen Effekt bei meinen Wimpern macht. Denn ich habe auf jeden Fall sehr schreckliche Wimpern, seit ja ungefähr nach der Geburt. Aber ja, ich klebe mir ja sowieso jeden Tag Fake Lashes auf. Aber einfach auch, damit ihr da einfach mal meine Meinung zu den neuesten Mascaras gehört habt. Echt heftig. Boah, das ist wirklich heftig. Gefällt mir schon mal sehr gut, aber ich gehe gleich nochmal mit einer zweiten Schicht drüber. Und das Auge hier wird komischerweise immer nochmal ein bisschen schöner als das andere. Ja, ist auf jeden Fall schon mal sehr gut für eine erste Schicht. Jetzt mache ich gleich mal die zweite Schicht. Und dann gucken wir gleich mal, ob das auch den Schwung dann sozusagen durch die zweite Schicht ein bisschen besser
nach oben behält. Was ich auch hier wieder sehr gut finde, ist, dass das Produkt nicht direkt von Anfang an viel zu nass und flüssig ist. Und dadurch merkt man auch schon, dass meine Wimpern wirklich viel besser nach oben stehen bleiben, als wenn ich das sozusagen nicht gemacht hätte. Als wenn das sozusagen ein flüssiges Produkt wäre. Finde ich auf jeden Fall mega gut. Also ich habe echt unglaublich schöne lange Wimpern. Ich bin gerade echt schockiert. Ich muss echt mal kurz im Spiegel aus Entfernung gucken. Boah, das gefällt mir echt gut. Also ich muss wirklich sagen, dafür, dass ich keine Lashes drauf habe, hätte ich tatsächlich nichts dagegen, jetzt auch ohne Lashes zu bleiben, weil es mich tatsächlich fast gar nicht stört. Was ich jetzt noch kurz mache, bevor ich mir dann gleich auf Kamera die Wimpern aufklebe, ist dann noch diesen 24-Stunden-Eyeliner zu benutzen. Und ich glaube, ich werde dann tatsächlich auch gleich noch die Catrice-Wimpern zuschneiden, um die euch auch nochmal zu zeigen, weil ich finde, dass ihr die verdient habt in dem Test zu sehen. Ach ja, so sieht übrigens die Eyeliner-Spitze aus. Funktioniert ganz gut. Ich kann allerdings noch nicht reden, während ich mir den Eyeliner ziehe. Das ist jetzt der Eyeliner. Ich habe jetzt bewusst keinen Wing gezogen, aber ich habe auch hier hinten ein bisschen verkackt, sehe ich gerade. Naja, das werde ich jetzt auf jeden Fall dann nochmal gleich ein bisschen ausbessern. Ich finde nur komischerweise, der Eyeliner brennt ein bisschen auf meinen Augen, aber ich weiß nicht warum. Es stört mich wirklich extrem, weil es brennt wirklich sehr auf den Augen. Also es wird jetzt auch gerade irgendwie immer ein bisschen schlimmer. Ich werde jetzt auf jeden Fall dann kurz diese Lashes hier auf Kamera aufgeben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier bin ich wieder mit den aufgeklebten Wimpern und ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen schockiert, weil ich einfach finde, dass diese Wimpern mir gar nicht stehen. Ich finde auch irgendwie, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, aber es zieht hier mein Auge ganz komisch, wenn ich die Augen zu habe. Sieht aus, als wäre da so eine Lücke. Aber wenn ich in den großen Spiegel gucke, ja, ist da nichts. Aber ich gehe vielleicht noch mal kurz mit dem Eyeliner drüber. Vielleicht wird es dann echt ein bisschen besser. Ja, ich weiß nicht so ganz. Also, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ich das alles jetzt hier finden soll. Ich bin einfach noch nicht so zufrieden, wie ich es vielleicht sein sollte. Der Eyeliner brennt, wie gesagt, unglaublich auf den Augen. Aber sonst sieht der Look eigentlich ganz schön aus. Aber naja, okay, jetzt werde ich einfach mal gucken, wie es sich dann jetzt weiterhin verhält. Also ganz positiv und begeistert bin ich jetzt nicht. Also ich finde, die Lashes schmeicheln meiner Augenform gar nicht. Ich finde, es sieht zwar schön wispy aus, aber die sind mir zu gerade. Also die haben kaum Schwung nach oben und öffnen dadurch kaum das Auge. Und das, obwohl ich schon extra geschaut habe, dass ich die so ein bisschen mehr von oben platziere, damit der Schwung nach oben geht. Aber ich sehe davon leider nicht viel. Und ich muss sagen, die fühlen sich wirklich gut und hochwertig an, aber das Wimpernbändchen ist auch einfach noch zu steif. Da werde ich jetzt einfach mal gucken, wenn ich das jetzt ein paar Tage mal getragen habe, dass es dann einfach ein bisschen geschmeidiger wird. Aber selbst dann muss ich sagen, sind meine billigen Wimpern, die ich von Shein und Amazon habe, trotzdem millionenmal besser. Und das ist leider so ein Punkt, wo ich sagen muss, mache ich mir da jetzt wirklich die Mühe. Aber jetzt gehen wir dann schon über zu dem nächsten Produkt. Und zwar haben wir hier noch dieses Augenbrauenprodukt. Und ich würde dann jetzt auch ganz gerne diese Spitze hier oben nehmen. Und ich zeige euch mal ganz kurz die Farbe hier auf meinem Handrücken. Das ist der hier unten. Ist auf jeden Fall ein bisschen gräulicher am Unterton als jetzt zum Beispiel der Kajal hier oben. Aber wir gucken mal, ob das jetzt dann generell auch gut funktionieren wird. Weil ich weiß halt, ich finde meine Augenbrauen, wenn sie geschminkt sind, sehen die einfach so schlimm aus irgendwie. Also die Augenbrauenfarbe ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Jetzt würde ich dann mal die untere Seite versuchen mit dem Puder, das hier drin ist. Das schraubt man dann auch so auf und hat dann hier so ein Puderquästchen sozusagen. Und damit würde ich jetzt einfach ganz vorne am Anfang entlang gehen, um so einen Powder-Brow-Effekt zu haben. Gefällt mir jetzt eigentlich ganz gut. Es sieht zwar ein bisschen ungleich gerade aus, aber halt auch vor allem, weil ich auf der einen Seite die Augenbraue gerade dick habe, weil ich da noch ein bisschen nachzupfen muss. Also ich habe generell meine Augenbrauen jetzt eine Woche oder so wieder nicht gezupft. Das muss ich dann einfach mal machen, damit es einfach ein bisschen ordentlicher aussieht und vor allem, dass die eine Augenbraue, die hier drüben, nicht so dick wird, wie sie jetzt gerade aussieht. Aber das liegt wirklich nur daran, dass mir hier ein paar Härchen hier unten zu viel sind. Aber das mache ich dann auf jeden Fall noch. Aber der Stift gefällt mir auf jeden Fall sehr gut bisher. Also ich muss echt sagen, ich finde das Brow-Produkt ganz gut. Ich finde auch gerade, wenn man hier so wirklich noch ein paar Lücken sieht und man hat den irgendwie dabei oder so oder macht sich halt eben frühs ganz normal fertig, dann finde ich das eigentlich ganz cool. Ich finde auch die Kombi generell sehr gut. Man hat den Spoolie, man kann wirklich irgendwie gefühlt alles damit machen. Und das ist für mich eigentlich ein Grund, echt zu sagen, dass ich da direkt meinen Go für geben würde, falls ihr natürlich auch eure Farbe findet. Ich weiß gerade nicht, wie es jetzt farblich aufgestellt ist bei Catrice, aber mir persönlich gefällt die Farbe ganz gut. Ist halt sehr intensiv bei meiner Augenbrauenfarbe und das wirkt jetzt halt auch gerade sehr Nike-braunmäßig, aber das liegt auch ein bisschen an den Powder Brows, die ich drunter habe. Die wurden damals bei mir einfach nicht gut genug gemacht von der Form her, weswegen ich auch einfach sagen muss,
Es liegt halt auch daran und nicht jetzt an dem Stift. Ich gehe dann einfach manchmal, wenn es mir zu dunkel ist, noch mal mit dem Schwamm drüber, um so ein bisschen diese Farbintensität rauszunehmen. Und ich finde, das sieht dann auch ein bisschen passender aus zu dem gesamten Gesicht. Muss man aber nicht machen, ist einfach Geschmackssache, so wie ihr es natürlich am besten empfindet und auch einfach gewöhnt seid in eurer Routine, weil das ist natürlich das Wichtigste, dass ihr alles so benutzt, wie es für euch auch gut passen würde. Ich werde jetzt auch gar nicht mal mehr so viel hier rumprobieren. Ich würde jetzt dann einfach mal einen der vier Produkte auswählen, die jetzt passend meiner Meinung nach sind. Und ich glaube tatsächlich, ich entscheide mich jetzt für diese Farbe hier, weil ich finde zwar die anderen ganz gut, aber ich finde das besser. Das ist die 190 I Like To Move It. Und ich glaube, ich werde das in Kombi mit diesem sehr hellen benutzen, weil ich hätte zwar noch den dickeren hier, aber das ist halt kein komplett neues Produkt. Deswegen möchte ich euch, wenn dann, lieber eine der neuen Lip Plumper Farben zeigen. Okay, der kommt echt ein bisschen pinker raus, als ich dachte tatsächlich. Gut, dann gehe ich jetzt mal mit diesem Shine Bomb hier drüber. Da bin ich auch schon, wie gesagt, sehr gespannt drauf. Und es kommt in einer sehr Liquid Lipstick mäßigen Aufmachung. Sieht ganz schön aus, aber ich hätte tatsächlich einen anderen Lip Liner dazu gewählt. Auch wenn es okay ist. Also ich finde halt nur durch den pinken Lip Liner passt es jetzt gerade nicht allzu gut zu dem Augenlook, aber das ist auch wieder Geschmackssache. Ich würde mich dann jetzt mal ganz kurz richten, mich fertig machen, die Produkte nochmal sortieren, mir nochmal so ein bisschen Gedanken dazu machen und dann sehen wir uns jetzt einfach gleich nochmal zu einem abschließenden Fazit. So, hier bin ich wieder und wir fangen jetzt an mit meinem abschließenden Fazit zu diesen Catrice Sortiments Updates Neuheiten und natürlich auch gleichzeitig mein Full Face Make-up Catrice. Die Produkte, die ihr bereits schon von mir kennt, also zum Beispiel Foundation, Concealer, sind nach wie vor gut, habe ich aber auch schon jetzt meine ausführliche Meinung dazu abgegeben. Und es gibt natürlich trotzdem ein paar Sachen, wo ich so wieder ein bisschen für mich entdeckt habe, wie zum Beispiel das Puder. Was ich wirklich sehr, sehr gut finde, war wie gesagt letztes Jahr oder auf Herbst, Winter 23 die Umstellung. Sehr besonders auf jeden Fall. Die beiden Paletten, die ich euch heute nicht gezeigt habe, werdet ihr wie gesagt hoffentlich noch in anderen Videos sehen. Denkt wie gesagt dran, eure Meinung in die Kommentare zu schreiben, ob ich dann nochmal so ein Vergleichsvideo mit Huda Beauty machen soll bei der einen Palette. Den Primer fand ich jetzt eigentlich ganz gut. Wie gesagt, es macht halt ein bisschen so Glow auf die Haut, ist aber nichts Besonderes. Also man hat nichts Pflegendes, man hat jetzt nichts, was irgendwie wahrscheinlich die Haltbarkeit verlängern wird. Ich kann jetzt aber auch noch mal ganz kurz nachlesen, was hier versprochen wird. Denn hier steht feuchtigkeitsspendender Serum Primer mit 0,5% Squalan. Gut schütteln, auf dem ganzen Gesicht auftragen, für einen strahlenden Glass-Skin-Effekt, Augen- und Lippenpartie aussparen. Ich persönlich finde nicht, und zwar wirklich nicht mal ansatzweise, dass das Produkt feuchtigkeitsspendend war. Es hat sich halt einfach angefühlt wie so ein bisschen leicht verdicktes Wasser, was man sich mit wenig Schimmerpartikeln auf das Gesicht aufgegeben hat. Also wirklich nichts, wo ich jetzt sagen würde, rennt jetzt los in die Drogerie und kauft euch das Produkt nach. Oder wo ich generell jetzt sagen würde, es ist jetzt etwas so Besonderes, dass ihr damit eine lebensverändernde Wirkung haben werdet. Also für mich ein ganz normales Basic-Produkt, wenn man halt eben einen Glass-Skin-Effekt haben möchte. Aber sonst finde ich es tatsächlich jetzt nicht so atemberaubend, dass ich es mir jetzt auch persönlich nachkaufen würde. Ist zwar ganz schön, jetzt mal ausprobiert zu haben, aber werde ich wahrscheinlich in Zukunft auch nicht mehr benutzen. Ich schätze auch mal, das fliegt dann spätestens beim nächsten Declutter-Videoreihe im September. Ich weiß auch gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge ich weitergemacht habe. Ich glaube aber tatsächlich, das nächste wäre dann gewesen, diese Under Eye Brightener. Da habe ich euch aber auch schon gesagt, dass ich persönlich für mich den helleren Ton besser finde. Finde ich aber ganz gut. Also wenn ihr wirklich Probleme habt mit dunklen Augenringen oder Augenschatten generell, auch oben auf dem Lid, kann ich euch es sehr empfehlen. Allerdings müsst ihr da beachten, dass wenn ihr es euch auf das Augenlid oben gibt, dass dann eben das sein kann, dass ihr wirklich Probleme habt mit der Lidschattenhaftbarkeit. Also die werden wahrscheinlich einfach innerhalb von wenigen Stunden in die ganzen Lidfalten und so reinrutschen. Ist auch generell keine gute Grundlage für Lidschatten. Nur mal so, damit ihr es wisst, aber macht es gerne so, wie ihr haben möchtet. Ich kann und werde euch da nichts vorgeben. Ist halt einfach nur von mir persönlich an dieser Stelle ein Tipp an euch. Also nehmt da wirklich lieber immer noch mal eine gesonderte Lidschattenbase mit zur Hand. Ja, dann fand ich ganz gut auf jeden Fall diese Magic Shaper Palette. Ich war ja wirklich sehr skeptisch wegen dem letzten Cream-Produkt, was ich von Catrice ausprobiert habe. Aber es hat mir jetzt insgesamt wirklich sehr, sehr gut gefallen und ich kann wirklich in keiner einzigen Stufe darüber meckern. Ich finde, es sieht schön aus. Ich finde nur das Einzige, was man halt eben mögen muss, aber mich persönlich stört das jetzt gar nicht. Ich sag's jetzt auch mal dazu, einfach für euch. Es hat relativ große Glitzerpartikel mit drin. Mich stört es, wie gesagt, nicht. Ich finde, es sieht schön aus. Es passt auch ganz gut zum Look. Das Einzige, was hier nochmal zu bemängeln wäre, vielleicht ist, dass es halt so ein bisschen auch die Foundation unten drunter abträgt und auch leicht fleckig wirkt. Ich finde, das sieht man auch jetzt noch. Aber im Großen und Ganzen bin ich wirklich sehr zufrieden. Wenn ich das jetzt wirklich, ja,
von 1 bis 10 raten würde, würde ich dem auf jeden Fall jetzt so vielleicht 7 oder 6 Punkte geben, also 6, 7 Punkte ungefähr. Also nicht das Allerbeste, aber auf jeden Fall nicht mehr komplett in der Mitte. Dann machen wir auf jeden Fall weiter mit dem Cream oder Liquid Eyeshadow. Fand ich gar nicht gut. Ich hoffe wirklich, dass wenn ich mir da noch ein oder zwei Farben dazu nachbestelle, dass die besser funktionieren. Ich finde es, wie gesagt, sehr fleckig. Es ist auch auf dem Auge sehr fleckig rausgekommen und ich hatte eigentlich auch gar keine andere Wahl mehr, außer nochmal mit dem Lidschatten drüber zu gehen. Aber um eine richtig gute Grundlage zu haben für die Lidschatten, die drüber kommen, ist es wirklich gut, weil ihr habt dann wieder eine neue feuchte Base, dann haften die nochmal besser dran und natürlich wird die Lidschattenhaltbarkeit nochmal ein bisschen dadurch langlebiger, weil ihr einfach auch ein Produkt habt, was wirklich immer komplett runtertrocknet und das dann gut greift beim Runtertrocknen. Also dafür ganz gut, aber um es Single auf dem Auge zu tragen, würde ich es persönlich nicht tun. Dann jetzt zu dieser Coral Crush Slim Eyeshadow Palette. Mir ist das jetzt aufgefallen, dass es eine Coral-Bezeichnung hat. Insgesamt trotzdem eine sehr schöne Palette. Ich fand auch hier die Qualität wirklich gar nicht schlecht. Also ich fand sie sehr gut. Am liebsten hat mir jetzt wirklich der Ton hier unten gefallen, weil es ein richtig schöner, besonderer Schimmerton ist, den ich auch definitiv noch öfters nehmen und dazu greifen werde. Aber im Großen und Ganzen ist es halt eben die Standard-Catrice-Qualität. Also es gibt weitaus bessere und tollere Marken. Aber wenn man wirklich kein großes Geld zur Verfügung hat und wirklich jeden Cent umdrehen muss und sparen kann und möchte, würde ich euch auf jeden Fall die Paletten empfehlen, weil die sind sehr gut. Aber ich muss trotzdem sagen, ich fand die alten besser, also vom Packaging her und auch generell von der Aufmachung, von der Qualität fand ich die allerersten sogar noch mal viel besser als viele anderen, die danach kamen. Zum Beispiel die Peach Palette fand ich gar nicht gut. Am allerschlechtesten war die Lavender Breeze Palette. Da würde ich euch komplett davon abraten. Ich habe sie jetzt nur daheim, weil ich die Sammlung vollständigkeitshalber dann haben wollte und sie dann irgendwo kostenlos mit dazu kam, weil ich hatte sie schon einmal aussortiert, sonst hätte ich sie jetzt nicht behalten. Muss man einfach selber wissen. Wie gesagt, auch hier an dieser Stelle überlegt es euch selber, weil ich glaube, die Paletten kosten trotzdem um die 10 oder über 10 Euro. Ob man dann trotzdem das Geld dafür ausgeben will, weiß ich nicht. Ich würde euch dann eher raten, legt euch wirklich ein paar Monate, vielleicht so 6 Monate lang jeden Monat 10 Euro auf die Seite und kauft euch davon wirklich eine richtig schöne, gescheite High-End-Palette. Ist aber jetzt bloß wieder meine Meinung dazu, weil ich finde zwar nicht, dass High-End-Paletten die besten sind oder generell gut sind, aber sie haben halt für mich trotzdem nochmal eine ganz andere, ja, Erscheinung als jetzt eben so eine billige Catrice-Palette. Und zumal ich jetzt auch die Qualität wirklich nicht so überragend finde, dass ich es euch wirklich zu 100% empfehlen würde. Auch hier würde ich ungefähr von 1 bis 10 vielleicht so 5 bis 6 Punkte maximal geben. Dann würde ich auch einfach sagen, wir machen weiter mit den nächsten Produkten. Das hier ist ja auch nichts Neues, aber da ist mir einfach auch der Sprühnebel nicht gut genug. Kann ich auch so vom Sprühnebel her nicht so gut empfehlen. Von der Haltbarkeit habe ich jetzt auch nichts Weltbewegendes entdeckt, auch wenn es immer wieder mit dem Urban Decay All Nighter Setting Spray verglichen wurde. Ich persönlich kann das so gar nicht nachempfinden, finde ich auch gar nicht, aber das ist auch wieder mein eigener Geschmack in der Hinsicht. Was ich auch ganz gut fand in diesem Video ist diese Augenbrauenstifter, würde ich tatsächlich so 8 oder 9 Punkte von 10 geben. Hat mir sehr gut auf jeden Fall gefallen. Eigentlich könnte ich dem auch 10 geben, weil es gab jetzt eigentlich echt nichts an dem Produkt auszusetzen, was mir jetzt nicht so gepasst hat. Deswegen kann ich auch eigentlich direkt 10 geben, weil es war wirklich ein sehr gutes Produkt und ich bin sehr zufrieden drüber. Sonst haben wir ja hier nur noch Lippenprodukte, glaube ich, gehabt. Gut, den Eyeliner, den mag ich auch gar nicht. Da würde ich 2 Punkte geben, weil ich finde zwar die Farbabgabe und die Spitze ganz schön. Das sind auch ist auch generell jetzt der einzige Punkt, warum ich 2 Punkte überhaupt gebe. Aber der hat so unglaublich auf meinen Augen gebrannt. Jetzt mittlerweile ist es zum Glück weg. Aber es war wirklich kein schönes Gefühl. Bis zu oder ungefähr 10 Minuten lang hat es auf meinem Auge wirklich gebrannt. Deswegen werde ich mich von diesem Produkt definitiv distanzieren. Und was ich wirklich ganz gut fand, da würde ich auch direkt 10 Punkte für geben, ist dieser Shine Bomb Liquid oder Lip Lecker. Ist wirklich tatsächlich so wie die Maybelline Produkte. Wird allerdings ein Stückchen trockener als die Maybelline Produkte. Da würde ich trotzdem sagen, wenn ich wirklich zu so einem Produkt zurückgreifen möchte, würde ich eher auf das Originalprodukt von Maybelline zurückgreifen. Aber ich finde das hier als günstigere Alternative auf jeden Fall trotzdem toll. Also ich würde mir definitiv davon auch trotzdem alle Farben holen, wenn ich einfach mal Lust habe, das Maybelline-Ergebnis zu haben, nur ein Stückchen trockener. Aber auch da an der Stelle auf jeden Fall 10 Punkte. Die Lip Liner, die ich heute euch nicht alle gezeigt habe, finde ich dennoch generell alle immer sehr gut. Also zu denen kann ich euch wirklich raten. Die kommen sehr gut mit High-End-Produkten mit. Auch die Kajale von Catrice, also auch hier würde ich an jeden 10 Punkte vergeben. Die sind schon immer gut gewesen, haben mich noch nie enttäuscht und halten auch wirklich sehr lange, was ja bei so einem Lip Liner wirklich auch sehr wichtig ist. Wenn ich auch noch mal etwas sehr groß empfehlen darf in diesem Video, dann auch diese beiden hier. Habe ich euch zwar heute nicht gezeigt, aber ich schwöre euch, die sind super. Man kann damit die ganze Lippe ausmalen, braucht nicht noch mal extra irgendeinen Lippenstift dazu zu nehmen oder kann dann auch einfach nur noch mal mit einem ganz sanften Lipgloss drüber gehen. Ich finde die wirklich super, kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Und die Mascara fand ich übrigens auch noch sehr gut. Also hier würde ich
ich auch so 8,5 Punkte ungefähr geben, weil ich die wirklich sehr toll fand. Die hat sehr viel mit meinen Wimpern gemacht. Und den Abzug würde ich tatsächlich eigentlich nur geben, weil es mir am Ende dann zu klumpig wurde. Aber das liegt dann auch tatsächlich daran, dass meine Wimpern generell, oder auch, dass ich generell dieses Verklumpte sehr mag, aber es wurde mir dann bei der dritten oder fast dritten Schicht dann schon ein bisschen zu viel. Muss man auch einfach gucken, wie oft man eben auch in Schichten arbeitet. Vielleicht benutze nur eine Schicht, dann wäre die Mascara perfekt für euch. Und das war's dann jetzt auch, glaube ich, mit dem Video. Ich hoffe, ich habe keine der Produkte vergessen. Falls ihr dann noch irgendwas von mir hören wollt bei irgendeinem Produkt, was ich vergessen habe oder noch mal ein bisschen mehr Infos haben möchtet, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, dann beantworte ich das auch dort sehr ausführlich. Und ansonsten war es das jetzt hier mit meinem Sortiments-Update von Catrice. Frühling, Sommer und es wird auch hoffentlich so jetzt erstmal das Full-Face-Make-up sein, das ich jetzt genommen habe, um euch auch die ganzen Neuheiten gleichzeitig zu präsentieren, aber auch generell mein Full-Face-Make-up Catrice hier mit reinzubringen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, auch wie ihr den Look findet. Mich persönlich stören immer noch diese Wimpern, weil ich finde, die machen nichts Gutes bei meiner Augenform, aber naja, auf jeden Fall verabschiede ich mich dann jetzt von euch und ich wünsche euch einen schönen Tag, wann auch immer ihr dieses Video guckt und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!